So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Trainsim World 4. Wir stehen hier gerade mit der Vectron von Railpool am Dresdner Hauptbahnhof, also mit der Vectron in der Railpool-Variante, und fahren jetzt einen Güterzug von hier nach Röderau. Da würde ich sagen, starten wir gleich mal. Hauptschlüssel rein. Zur Strecke und zur Lok erzähle ich euch dann nachher noch was. ASB. 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 Also muss ich bei der AFB da immer bestätigen, so. Und dann fahren wir ab. Da müsste er eigentlich fahren. Lösen wir die Bremse. Dann geht's los. Zugbeeinflussung. So, bitte B und C fahren noch einschalten. Zugbeeinflussung. Und dann geht's los Richtung Röderau. Ja, die Vectron und die Strecke Nahverkehr Dresden, auf der wir uns, Sifa, auf der wir uns gerade befinden. Müssen aufpassen. Also wenn ich mir das jetzt alles, was ich mir gerade rausgesucht habe, hier erzähle, dass ich dann nicht irgendwie wieder gleich Zwangsbremsungen kriege, so wie beim letzten Mal. Oder irgendwas übersehe. Genau. Sowohl die Vectron als auch dieses Strecken-Upgrade hier, beziehungsweise diese Strecke sind beim TSW 4 nur in der Zugbeeinflussung. Nur in der Deluxe und Special Edition verfügbar. Also werden nur in diesen Versionen mitgeliefert. Jetzt befinden wir uns übrigens schon wie das letzte Mal auch in der Vollversion vom TSW 4. Also in der offiziellen Nach-Release-Version. Also in der Version nach 26.09. Halt Stand Mitte November aktuell. So. Passt. So. Perfekt. Dann wird da vorne ein rotes Signal. So. Auf jeden Fall, ja, und bei der Strecke, die gab es ja schon, nämlich, ich glaube, TSW 2 damals, ist die erschienen. Und die wurde, und die hat jetzt eben nochmal ein Upgrade erfahren. Unter anderem mit Fahrplänen für die Vectron. Zugbeeinflussung.
Beeinflussung. Ja, unter anderem mit Farblängen für die Vectron hier. Und den TSW4 Features eben. Wird die Strecke auch geupdatet. So. Das war jetzt etwas zu früh stehen geblieben. Ganz vorsichtig vorrollen, dass wir nicht gleich übers rote Signal fahren. So. Und dann warten wir halt, bis wir Fahrt bekommen. Das ist jetzt der Fall. Heißt, jetzt können wir auch abfahren wieder. Mit Wechselblinken, also 45er Begrenzung. Wieder den AFB-Hebel suchen. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Genau jetzt können wir uns auch befreien. Es ist halt nur blöd, dass man da jedes Mal bestätigen muss mit der Maus, wenn man die AFB umstellen möchte. Ja, die Strecke hier ist allgemein eine der schönsten Strecken im TSW. Sowohl von der Gestaltung als auch vom KI-Verkehr her, also langweilig wird man auf der Strecke sowieso nie. Und dadurch, dass die jetzt noch sein Upgrade bekommen hat, ist einfach schön. Also hier kann man ja fahren, Regionalexpress, S-Bahn, Intercity, ICE, Güterzug wieder drüben und eben auch mit vielen verschiedenen Loks, also Güterzüge sowieso und S-Bahn auch, also mit Doppelstockwagen mit 143er, 146er. Regionalexpress mit der 442, Intercity mit der 101, also auf der Strecke ist für jeden was dabei. Beschleunigen wir hoch auf 80 und durchfahren den Bahnhof Dresden-Neustadt. Und unser nächster Zielort ist dann eben Weißig bei Großenhain. In 34 Kilometern.
Zugbeeinflussung. Genau, hier rechts sind die S-Bahn-Gleise eben parallel. Wir fahren jetzt quasi auf den Fernbahngleisen und Regionalexpressgleisen. Also das mit dem AFB, dass man das bestätigen muss, hat auch was Gutes. So, jetzt in dem Fall kann ich, wenn gleich 100 ist, genau die AFB auf 100 schon stellen. Oder jetzt auf, ich weiß gar nicht, was unsere maximal erlaubte Höchstgeschwindigkeit ist. Ich glaube 120. Auf 120 stellen, und wenn es dann erlaubt ist, muss ich einfach nur mal drücken. Weil wir sind ja mittlere Zugart. Das weiß ich jetzt gar nicht auswendig, was wir maximal fahren dürfen mit der mittleren Zugart. Genau, hier rechts ist eine S-Bahn mit einer BR 146. Also wir dürfen maximal 125 km/h fahren. Dann fahren wir heute auch mal was anderes, und zwar mal einen Güterzug. Weil die letzten Mal sind wir ja bisher immer nur Personenzug gefahren. Jetzt kommt dann mal etwas Abwechslung rein. Gehen wir mal von außen. Genau genommen einen Containerzug. Also ich bin diese Lok schon mal auf der privat auf der S-Bahn Vorarlberg-Strecke gefahren. Da habe ich schon mal eine Runde rangiert dort damit. Ich muss sagen, die fährt sich wirklich top, die Lok. So fahre ich wirklich gerne damit. Gefällt mir auch vom Aussehen her. Ja, ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe mir ja mal eine ÖBB-Lackierung jetzt auch heruntergeladen im Creators Club für die Lok. Ob wir die auch mal noch auf der S-Bahn Vorarlberg in ÖBB-Variante mal fahren sollen. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben.
wir uns doch mal unseren Zug anschauen. Hier wird er durch vorbei von dem Bahnhof. Genau, in Radebeul Weintraube sind wir gerade. Aber was ich auch interessant finde, diese Anzeigen, weil die meisten Fahrzeuge haben sie hier vorne in diesem Display, die hat diese Geschwindigkeits- und Kraftanzeigen hier rechts. Das finde ich auch interessant. Sagen wir mal, so ist etwas ungewöhnlich. Genau, es ist eine der kürzesten Güterzugfahrten mit angegeben 30 Minuten Länge, die es auf der Strecke gibt. Dann habe ich mir gedacht, ist die eigentlich perfekt. Ich weiß gar nicht genau, wo der Ort jetzt liegt, wo wir jetzt hinfahren. Also ob wir jetzt auf der Altbaustrecke bleiben oder jetzt auf die Neubaustrecke wechseln. Aber es schaut aus, als würden wir jetzt, ja, wir fahren jetzt auf die Neubaustrecke. Da links geht es nach Radebeul. So Radebeul Ost, wo sich dann die Altbaustrecke und die S-Bahn nach Meißen trennen. Wir fahren jetzt quasi um die große Umfahrung über die Neubaustrecke. Erlaubt werden 160 davon, aber wir dürfen nur 120 fahren mit unserer Zugart. Da ist wirklich eine schöne Umgebung da. Wenn man sich das anschaut, die Gestaltung. Das hat was, finde ich. Wenn er nicht gerade am Ruckeln ist. Das hat, finde ich, was von der Gestaltung her. Hier mit den Wohnblöcken vorne. Schön. Die kleinen Häuser da.
genau noch 90 Kilometer bis zu unserem nächsten Zwischenpunkt. Genau, hier links führt die Altbaustrecke lang und wir fahren hier eben rechts die Neubaustrecke. Wechseln dann auf die Altbaustrecke rüber. Jetzt ist es hier schon etwas gebirgiger auch. Also jetzt fahren wir, wie man auch hier schön sehen kann, ziemlich bergauf. Da kommt ein Kollege mit einer Baureihe, ich glaube 143 war das jetzt oder 112. Ich glaube eher 143. Und einem ähnlichen Güterzug, also identischen Güterzug, wie ihn wir haben.
jetzt fahren wir auch von der Neubaustrecke runter auf die Verbindung Richtung Altbaustrecke. Schauen auf der Karte, wo wir sind. Genau, da geht die Strecke Richtung Berlin weg. Und wir fahren eben hier so noch diese Verbindungskurve quasi zur Altbaustrecke, die dann Richtung Riesa und Röderau, wo wir hinfahren, führt. Also Richtung Röderau und dann nach Riesa weiter. Und dann weiter in weiterer Folge, aber es ist hier nicht dargestellt, bis nach Leipzig. So, jetzt sind wir gleich bei unserem nächsten Überfahrungspunkt in 4,5 Kilometern. Von dort ist es auch nicht mehr weit bis ans Ziel. Genau, hier links ist die Altbaustrecke. Beziehungsweise, ich glaube, das ist noch nicht die Strecke, doch es ist sogar schon die Richtung Leipzig. Da fuhr gerade ein Talent 2 als RE nach Dresden. Da vorne sehe ich schon ein gelbes Signal auf dem Plan. Das heißt, wir können schon langsam mal runtergehen mit der Geschwindigkeit. Gehen wir mal auf 100.
bekommt ein Kollege mit einer 185 in der MRCE-Lackierung, also in der schwarzen Lackierung. So, und dann fahren wir jetzt aufs rote Signal zu. Genau, jetzt kann ich mal schauen, ob man das sieht, wieso wir rot haben. Okay, jetzt ist er wieder grün geworden, passt. Beeinflussung. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. In dem Moment können wir uns befreien, wieder auf 120 beschleunigen. Genau, jetzt kommen wir nach Nünchritz. Da links sieht man auch das Chemiewerk, da kann man auch, habe ich vorhin vergessen zu sagen, noch mit der Diesellok, also das Rangierlok, die Baureihe 363, kann man da auch Rangierfahrten machen. Und von und nach Riesa fahren damit. Das kann ich euch auch mal in einem Video zeigen, die Baureihe 363. Ja, wenn ihr irgendwelche Wünsche an DSW-Strecken habt, die ihr sehen wollt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ich kann dann schauen, ob ich es erfüllen kann. Also, welches Fahrzeug ihr gerne sehen wollt und welche Strecke. Und ich kann schauen, ob ich es erfüllen kann, also ob ich die Strecke in meinem Besitz habe. Wenn ja, kann ich das gerne fahren. Also, wenn ihr Vorschläge habt, gerne in die Kommentare damit. Dann dürft ihr auch nicht mehr weit sein bis zum Ziel.
Genau, hier ist der Bahnhof Lünchritz. Jetzt fahren wir noch über Glaubitz und dann muss aber das Ziel in der Nähe sein schon. Genau, hier kommt ein ICE entgegen. Genau, und in 3,9 Kilometern ist dann unser Ziel auch schon. Das heißt, dann nehmen wir mal die Leistung raus. Also dann haben wir den Hauptschalter geschmissen, den habe ich wahrscheinlich nicht richtig geschlossen gerade. Wieder MRCE 185 mit Autowagen. Dann sind wir gleich am Ende schon. Jetzt wieder etwas mehr zum Konzentrieren. Vorne kommt eine andere Vectron mit einem, wie es ausschaut, auch Containerzug wie unserem. Aber nein, ist gar keine Vectron, ist auch eine 185. Hat aus der Ferne so silber wie eine Vectron ausgeschaut. Beeinflussung.
etwas zu früh gebremst. Ja, es ist ein kleiner Güterbahn auf deinen, also klein. Ist ein Güterbahn auf deinen Röderau? Hier mein Signal geben, ganz wichtig. Dachte ich, das wäre schon das Signal. Okay, ist egal. So. Dann ist es das an dieser Stelle mit diesem Video gewesen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Like zu diesem Video freuen. Oder ihr könnt mir auch einen Kommentar schreiben. Würde ich mich auch drüber freuen. Und ja, wenn euch solche Videos wie dieses hier interessieren, also andere Simulatoren, wo es um Verkehr geht, könnt ihr natürlich gerne meinen Kanal abonnieren und die Glocke dazu aktivieren. Ja. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.